Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Und heute will ich mit euch mal ein Thema besprechen. Und zwar, ich werde immer mal wieder gefragt, Mensch, was macht denn überhaupt den Unterschied zwischen einem Profi und einem Amateur aus? Also muss man als Profi zum Beispiel unbedingt vorher bei einer Bank gearbeitet haben? Oder gibt es irgendwelche Geheimnisse, die Profis von den Amateuren unterscheidet? Und meine, wie immer, subjektive Sicht darauf gibt es jetzt in diesem Video. Wir wissen ja, dass es im Trading, egal ob es jetzt hier beim Optionshandel ist oder auch in anderen Arten von Trading, dass die Masse dort ganz einfach verliert. Ne? Man sagt zum Beispiel, dass bei den Neueinsteigern etwa 90% ihr Konto innerhalb der ersten 6 Monate Minimum halbieren, wenn nicht sogar noch mehr Verluste einfahren. Und langfristig betrachtet ist es sicherlich so, nach dem guten alten Pareto-Betrieb, dass wahrscheinlich 20% der Marktteilnehmer zu den Gewinnern gehören und 80% zu den Verlierern. Und wenn wir das dann wieder nochmal unterteilen würden, dann würde wahrscheinlich rauskommen, dass also von den 20% Gewinnern nochmal 20%, also von allen 4% vielleicht gut verdienen und der Rest eben so, naja, sich mittelprächtig schlägt. Und jetzt ist ja immer die Frage, was unterscheidet denn eigentlich einen Profi von einem Amateur? Und da gibt es ja ganz verschiedene Ansichten. Und eine Ansicht, die zum Beispiel immer so vertreten ist oder vertreten wird, dass man, wenn jemand sagt, ich bin ein professioneller Trader, dann gibt es andere, die sagen, du kannst nur dann ein professioneller Trader sein, wenn du einen Background hast, zum Beispiel in einer Bank, ne? Oder wenn du für einen Hedgefonds gearbeitet hast oder für eine Investmentbank. Wenn man das Ganze mal ein bisschen durchdenkt, das klingt natürlich in allererster Linie mal vernünftig. Also wenn man sagt, okay, ein Profi, ein wirklich professioneller Trader, der mitreden will, der vielleicht auch in die Öffentlichkeit geht und hier irgendwie was lehrt oder so, der muss auf jeden Fall so einen Background haben. Jetzt gibt es natürlich ein ganz prominentes Beispiel, und zwar unser aller Vorbild, für viele zumindest Warren Buffett. Der hat keines von denen gehabt. Der hat weder in einer Bank gelernt, noch hat er bei einem Investmentbank gearbeitet. Okay, wenn man jetzt sagt, der hat bei seinem Vater, der Vater von Warren Buffett hatte ja eine Brokerfirma, eine sehr kleine allerdings auch nur, da hat er ein paar Jahre am Anfang mitgemacht, ich glaube 1 oder 2 Jahre. Aber ansonsten hat der momentan reichste Investor der Welt, ne, also von den reichen Männern der Welt ist ja nur einer ein Investor und das ist Warren Buffett, der hat überhaupt nicht das, was heute die Leute sagen, das musst du haben, um als professioneller Trader, als professioneller Anleger zu gelten. Und damit ist das Ganze eigentlich schon ad absurdum geführt, dass man also so etwas haben muss. Aber überlegen wir mal, was würde es denn überhaupt für Vorteile bringen, wenn du bei einer Bank gearbeitet hast oder wenn du bei einem Hedgefonds gearbeitet hast. Ich habe jetzt mal ein Video gesehen, wo jemand gesagt hat, ja, professioneller Trader ist man nur dann, wenn man mal bei einem Hedgefonds gearbeitet hat. Dazu muss man ja erstmal eins sagen, das Thema Hedgefonds, das ist auch was, das können wir mal in einem extra Video beleuchten. Das ist ja so ein bisschen ein Mysterium, man weiß nicht so recht, was machen die. Es herrscht aber immer so die Vorstellung, dass Hedgefonds überaus hochprofitable Unternehmungen sein. Und jetzt muss man allerdings sagen, dass Hedgefonds alles andere als hochprofitabel sind. Es gibt einige wenige, die ganz, ganz hervorragend arbeiten, die auch herausragende Ergebnisse bringen. Ja, da fallen uns ja auch so ein paar Namen ein, wie eben zum Beispiel ein George Soros oder Jim Simmons, die also wirklich großartig sind. Aber es gibt die Masse der Hedgefonds. Es gibt ja zigtausende von Hedgefonds, ist ehrlich gesagt katastrophal. Also die erwirtschaften Renditen jenseits von Gut und Böse. Ihr könnt das ganz leicht im Internet nachvollziehen. Guckt euch einfach mal die Performance von Hedgefonds an und da werdet ihr feststellen, dass dort alles andere als gut Geld für die Anleger verdient wird. Das heißt also mit Trading Geld verdient wird. Dass die Jungs, die in den Hedgefonds arbeiten oder besser noch die Gründer dieser Hedgefonds sehr viel Geld verdienen, naja, das liegt eigentlich eher in dem Gebührenmodell, ne? Diese 20-2-Konstruktion, dass man also sagt 20% Gewinnbeteiligung und was aber viel wichtiger ist, die 2% Verwaltungsgebühr, so machen nicht nur Hedgefonds, machen auch Vermögensverwalter und so, also das wird häufig gemacht, ist an sich auch nichts Schlimmes, aber das ist natürlich das, was bei der
Masse an Geld, was Hedgefonds verwalten, natürlich schon den ein oder anderen Dollar rüberbringt. Und wenn also jemand sagt, er hat bei einem Hedgefonds gearbeitet und ist da reich geworden, dann muss das nicht zwingend bedeuten, also dass das quasi der Umkehrschluss wäre, aha, das ist ein guter Trader. Das kann auch einfach nur ein guter Verkäufer sein, indem er nämlich viel Geld eingeworben hat für diesen Hedgefonds und damit entsprechend an den Erträgen beteiligt wurde. So, ich kenne zum Beispiel auch ein paar Leute. Ich hoffe auch, dass ich da demnächst mal hier den einen oder anderen vielleicht im Kanal oder auf dem Jens Rabe Kanal präsentieren kann, die tatsächlich aus Banken kommen, die von Fonds kommen, die außerordentlich gut sind und wirklich ganz, ganz tolle Trader sind. Mein Freund Henning beispielsweise, der mir am Anfang sehr viel beigebracht hat. Henning, falls du das siehst, viele Grüße, ist ein außergewöhnlich guter Trader. Der Oliver Klemm kennt auch der eine oder andere von euch, ne? Olli, falls du siehst, auch dir viele Grüße, hat auch jahrelang einen institutionellen Background gehabt, hat bei großen Banken gearbeitet, eine eigene Wertpapierhandelsbank gehabt, ein außergewöhnlicher, sehr, sehr guter Trader. So, ich könnte euch jetzt aber auch genauso viele Leute aufzählen, die ich persönlich kenne, die bei Banken gearbeitet haben, die im Trading gearbeitet haben, bei Banken, die überhaupt nichts können, ne? Also die wirklich auch kein Geld haben, die haben 20 Jahre lang im Trading bei einer Bank gearbeitet, die haben überhaupt kein Geld, haben dann auch, als sie sich dann selbstständig gemacht haben, überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt irgendwie. Die Namen nenne ich natürlich jetzt nicht, ne? Ich bin ja ein positiver Mensch und konzentriere mich nur auf das Positive, aber die gibt es natürlich genauso. Und deswegen ist mir persönlich diese Unterscheidung, Amateur ist jeder, der nicht aus dem Bankbereich kommt und Profi ist jeder, der aus dem Bankbereich kommt, viel zu kurz gegriffen. Es hat sicherlich einen großen Vorteil, wenn man einen Background hat, wo man eine Bankausbildung gemacht hat, wo man vielleicht mal im institutionellen Trading gearbeitet hat, weil man dann schon sieht, okay, vieles, was so viele Hobbybörsianer machen, hat nichts mit dem wirklichen Börsenhandel zu tun. Es ist aber eben keine Voraussetzung, um an der Börse Geld zu verdienen. Und deswegen meine Definition eines professionellen Händlers ist jemand, der sich professionell verhält. Und was ist denn ein professionelles Verhalten? Ne? Professionelles Verhalten ist ja nicht, dass man irgendwie 12 Bildschirme hat und am Tag 12 Stunden vor den Rechnern sitzt. Sondern professionelles Verhalten ist, dass man einfach ein System hat, was einen langfristig positiven Erwartungswert hat, dass man eine gewisse Grundeinstellung zu den Märkten hat, die groben Zusammenhänge der Märkte auch weiß, ne? Dass man eben sagt, okay, jemand, der behauptet, dass man ein kleines Konto, ein 10.000er Konto auf eine Million hochtraden kann und das immer wieder und immer wieder und das dann auch immer noch weiter steigern kann, ne? So diese, ich mache jedes Jahr 200% und zwar immer mit der dann größer gewordenen Kontogröße. Das ist das ganze Gegenteil von einem Profi. Das heißt, für mich hat ein Profi auch eine gewisse Demut gegenüber dem Markt. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Und ein Profi ist für mich auch jemand, der in seinem professionellen Verhalten eben ganz einfach gewisse Dinge tut. Dass er eben zum Beispiel einem gewissen, egal ob er jetzt tradet, ob er Optionen handelt, ob er Investment macht, der einem gewissen Prozess folgt. Das heißt also, ich fange mal andersrum an. Die meisten Amateure kommen, setzen sich vor ihren Rechner, da kommt dann irgendwie der DAX und dann sagen die so, gucken wir mal, was wir heute machen können. Wohingegen eben ein professioneller Trader, und das muss jetzt nicht mal einer sein, der das hauptberuflich macht. Für mich ist auch ein professioneller Trader oder ein professioneller Investor jemand, der das neben seinem normalen, in Anführungszeichen, Beruf macht, der aber ganz einfach in seinen Anlageentscheidungen, mögen die jetzt kurz- oder langfristig sein, einen Prozess durchläuft. Der sagt, okay, ich weiß erstmal, in welchem Gebiet ich überhaupt aktiv bin. Ich weiß, wie ich anfange von oben nach unten. Das heißt, ich verschaffe mir einen Marktüberblick. Ich kenne meine, von mir aus jetzt Sektoren, ich analysiere das, ich analysiere meinen Markt, ich kenne die Instrumente, mit denen ich handle und so weiter und so fort. Das heißt also jemand, der bis er dann am Ende zu diesem Punkt kommt, wo er sagt, hier ne, die Tastatur und da drücke ich jetzt drauf auf Kauf oder Verkauf, der vorher einen Investmentprozess durchläuft. So, der kann ganz, ganz unterschiedlich ausschauen. Aber der muss eben immer wieder gleich sein, ob das jetzt fundamental ist, ob das jetzt technisch ist, ob das eine Kombination aus beiden ist. Das spielt meiner Meinung nach keine allzu große Rolle. Für mich ist jeder ein Amateur, der sich zum Beispiel hinstellt und sagt,
das Einzige, was im Trading funktioniert, ist das und das und das und alle, die das nicht machen, haben keine Ahnung. Wer sowas sagt, das ist für mich ein Amateur, weil er eben nicht erkennt, dass es an der Börse oder nicht erkannt hat, dass es an der Börse eben nicht den einen Weg gibt, sondern dass es ganz, ganz viele Wege gibt, der auch erkennt, dass wir alle, gehe ich mal davon aus, jeder, der an diesem Kanal hier zuschaut, dass wir in diesem großen System Börse nur winzige kleine Rädchen sind, die da einfach versuchen durchzukommen und Geld zu verdienen, dass wir aber nicht wichtig sind für die Märkte und dass auch das, was wir sagen, was wir tun, überhaupt keinen Einfluss auf die Märkte hat. Das heißt also, der eine gewisse Demut, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, eine gewisse Demut gegenüber den Märkten an den Markt legt. Und professionelle Händler wissen das. Professionelle Händler wissen um ihre Stärken, wissen aber auch um ihre Schwächen. Sie wissen zum Beispiel auch, wann ihr System performt und wann ihr System nicht performt. Mir fällt das immer wieder auf, dass zum Beispiel auch hier bei uns im Optionshandel, dass Strategien gelehrt werden. Und es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele tolle Strategien. Ne? Es gibt nicht nur das, was wir hier machen. Also wir verkaufen, ja, wir machen die simplen Sachen. Ne? Wir machen nichts Kompliziertes, wir machen einfache Dinge. Wir wissen aber auch, wann es funktioniert. Wer also wie ich sagt, er macht gern Short Calls, Short Puts in den Future-Optionen, Short Puts bei den Aktienoptionen, Strangles bei den Future-Optionen. Ne? Also wer solche Dinge macht, der weiß eben, wann er gewinnt. Und zwar, wann gewinnt er? Nämlich erstens bei Zeitwertverlust, wenn der Preis in unsere Richtung geht und vor allen Dingen eben, wenn die Volatilität von einem etwas höheren Niveau auf ein niedrigeres Niveau absinkt. Und ich weiß eben auch, wann ich verliere. Und zwar, ich verliere immer dann, wenn der Preis gegen mich läuft. Das kann ich noch so einigermaßen regulieren. Aber wenn die Volatilität sehr stark gegen mich läuft, dann verliere ich auch. Das weiß ich. Und da weiß ich auch, dass ich da nichts ändern kann. Und dann weiß ich natürlich auch, wenn ich Marktphasen habe, die niedrige Volatilität hat, dass darauf wieder eine Marktphase kommen wird, die eine hohe hat und in diesem Umbruch von niedrig auf hoch, dann werde ich verlieren. Das weiß ich ganz einfach und das ist für mich professionelles Handeln. Also ich würde mich auch als professionellen Händler bezeichnen, nicht unbedingt als Experten oder als Allwissen, das schon überhaupt nicht. Es gibt viele Leute, die viel, viel mehr wissen als ich, auch viel, viel bessere Trader sind. Ich weiß eben das, was ich kann und versuche das, was ich kann, für mich optimal zu nutzen. Und ich weiß eben, dass meine Art von Handel nur dann funktioniert, wenn ich sie mit einem vernünftigen Risikomanagement verknüpfe. Das heißt, wenn ich das, was ich tue, nackte Optionen zu verkaufen, einfach so mache, ohne Risikomanagement zu betreiben, beispielsweise Positionsgrößenmanagement, wenn ich das machen würde, ohne auf die Volatilität zu achten, dann wüsste ich, dass ich über kurz oder lang zwangsläufig pleite gehen muss. Die Risiken, die meine Art von Handel mit sich bringt, sind nicht vermeidbar, aber sie sind eingrenzbar, wenn ich eben auf meine Positionsgrößen achte, wenn ich aufs Volatilitätsumfeld achte und die Dinge, die eben einfach für mich wichtig sind. Klar, morgen irgendein Verrückter schmeißt eine Atombombe, dann wissen wir alle, egal was wir machen, dass wir extrem herbe Verluste werden erleiden. Ne? Aber so ein gewisses Restrisiko, das hat man nun mal im Leben. Das ist auch nicht schlimm. So, und die Amateure sind eben, wie gesagt, diejenigen, die das nicht wissen. Und mir fällt es immer wieder auf, dass es sehr viele Amateure eben gibt, die nicht wissen, warum sie gewinnen. Das wäre ja nicht so schlimm. Die wissen aber auch nicht, warum sie verlieren. Und das ist ein ganz schwieriger Punkt, weil wenn du nicht weißt, warum du verlierst, kannst du auch nicht einschätzen, wie sollst du diesen Verlust bewerten. Das könnte man sagen, das ist doch egal. Ne? Ich will dir aber an einem Beispiel zeigen, dass es eben nicht egal ist. Stell dir vor, du machst einen Trade und dieser Trade endet mit einem Minus. Egal wie groß das Minus ist, es spielt erstmal keine Rolle. Und jetzt ist es sehr wichtig, das finde ich zumindest, zu wissen, warum ist dieses Minus entstanden? Nämlich, es gibt ja zwei Gründe. Nummer eins, du hast alles richtig gemacht, du hast dich an dein System gehalten, du hast deine Positionsgrößen richtig eingehalten, du hast auf alles geachtet, aber der Markt hat sich nicht so entwickelt, wie du dir gedacht hast und du hast dein Risikomanagement greift, du gehst aus der Position, hast ein Minus. Du hast aber selbst keinen Fehler begangen. Also wenn man jetzt sagt, okay, der Fehler wäre es, überhaupt den Trade gemacht zu haben, ne? Aber das weißt du ja vorher nie.
Es kann aber natürlich auch sein, dass du einfach Sachen falsch gemacht hast. Also wenn du einfach sagst, okay, ich habe gerade einen Markt, der auf ein neues Allzeithoch ausbricht, mit einer ganz niedrigen Volatilität und ich gehe da, ich verkaufe dann nackte Short Calls, naja, dann hat es nichts mit dem Markt zu tun, sondern mit dir, dann hast du wirklich einen Fehler gemacht. Und das ist wichtig zu wissen, weil wenn ich weiß, warum ich verliere, kann ich bei den nächsten Trades die Dinge entweder wieder gleich machen, weil wenn ich gesagt habe, okay, ich habe verloren und der Markt hat halt einfach nicht das gemacht, was ich mir so gedacht habe, aber ich habe mich an alles gehalten, dann kann ich den nächsten Trade wieder so machen. Wenn ich aber natürlich einen Fehler gemacht habe und mir ist es bewusst, dass ich einen Fehler gemacht habe, dann werde ich beim nächsten Mal etwas anderes machen. Und das wissen viele Amateure nicht. Viele Amateure wissen nicht, warum sie gewinnen und viele Amateure wissen nicht, warum sie verlieren. Und das ist dann eine Spirale, aus der sie nicht rauskommen. Und nur wer das versteht, sein eigenes System, warum er da gewinnt, warum er da verliert, der hat die Chance, zum professionellen Händler zu werden. Und wie gesagt, professionelle Händler, das sind für mich all diejenigen, die einem professionellen Prozess durchlaufen. In ihren Trading-Entscheidungen. Ne? Wie dieser Prozess aussieht, doch, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt und hat also überhaupt nichts damit zu tun, was du für eine Vorbildung hast, welchen Background du hast. Der kann hilfreich sein, muss es aber nicht. Ne? Niemand ist automatisch ein guter Trader, weil er Bankkaufmann gelernt hat. Und niemand ist ein schlechter Trader, weil er Kfz-Mechaniker gelernt hat. Also das eine hat überhaupt keinen Einfluss auf das andere. So. Und deswegen sollte sich jeder von euch auch mal hinterfragen, ist das, was ich tue, wir hatten schon über den, erinnert ihr euch an das Video letzte Woche, mein imaginärer Trading-Freund, fragt euch einfach auch mal selbst, ist das, was ich tue, ist das amateurhaft oder ist das professionell? Jetzt bin ich natürlich gespannt auf eure Meinung dazu. Ne? Wie schaut das Ganze bei euch aus? Also, findet ihr, dass ihr euch amateurhaft verhaltet? Findet ihr, dass ihr euch schon professionell verhaltet? Was bräuchtet ihr noch, um vom Amateur zum Profi zu werden? Teilt ihr meine Einschätzung mit dem Background oder sagt ihr, nein, das ist schon so, wer einen besseren Background hat, hat auch bessere Chancen? Schreibt mir mal einfach eure Meinung dazu. Ne? Also wie gesagt, es ist immer, was ich hier sage, meine subjektive Meinung und die baut natürlich auf vielen, vielen Jahren Erfahrung auf, aber ihr kennt den Spruch, ne? Auch wenn einer was 20 Jahre macht, heißt nicht, dass er das 20 Jahre richtig gemacht hat. Deswegen freue ich mich über eure Rückmeldung. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.